Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir führen also heute bei einer Verschuldung Deutschlands von 2,6 Billionen Euro eine aktuelle Debatte zum Thema Reformbedarf für eine zukunftsfähige Schuldenbremse. Werte Kollegen, die Grünen wollen keine reformierte Schuldenbremse. Die Grünen wollen den Zugriff auf noch mehr hart erarbeitetes Steuergeld unserer Bürger und sie wollen eine Schuldenpolitik, die diejenigen, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, verarmen, entdemokratisieren und bis in die kommenden Generationen verschulden lassen. Und da machen wir nicht mit. Sie sind ein Fall für Peter Zwegert. Sie regieren Deutschland nicht, Sie ruinieren Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und darum müsste die Debatte eigentlich heißen, mit der Ampel in den Abgrund, mit der Anti-Deutschland-Koalition in den Stillstand. So wäre wohl angesichts Ihrer verfassungswidrigen Haushalte der richtige Titel für die heutige Debatte. Und um diesen richtigen Titel mal mit ein paar Zitaten zu untersetzen, hier ein paar Zitate derjenigen, die es mit unserem Volk, unserem Land und unserer Infrastruktur wohl nicht ganz so gut meinen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Zitat Nummer 1 von Olaf Scholz. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den Letzten, die jetzt also ganz genau bei jedem Preis hingucken müssen. Und für so jemanden sollen wir also die Schuldenbremse reformieren. Niemals, meine sehr geehrten Damen und Herren, für einen Cum-Ex-Warburg-Skandalkanzler wie diesen. Zitat Nummer 2 vom Kinderbuchautor Robert Habeck, seines Zeichens Wirtschaftsminister. Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ja, die hören auf zu verkaufen wegen Ihnen, Herr Habeck. Und genau das wird dazu führen, dass Sie aufhören zu regieren. Und genau das sollte besser heute als morgen passieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dabei ist es vollkommen unklar, wann Robert Habeck ganz skrupellos lügt und wann er aufrichtig ahnungslos ist. Zitat 3 von der Vizepräsidentin Göring-Eckardt im Deutschen Bundestag. Ich meine, wie so etwas Vizepräsidentin im Deutschen Bundestag werden kann, das verstehe wer will. Aber lassen wir das, denn Qualität ist für die Grünen ja noch nie ein Maßstab gewesen. Zitat Göring-Eckardt, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf. Ja, dieses Land ändert sich drastisch. Hier, und da muss ich ganz ehrlich sagen, hier wird das Grundgesetz ausgehebelt, als gäbe es kein Morgen. Hier werden Mütter und Kinder vor Züge gestoßen. Hier arbeiten sich Teile von Wanderungsmigranten mit Messern an der Aufnahmegesellschaft ab. Und hier beziehen 60% Nichtdeutsche mit Kindern Bürgergeld, welches deutsche Bürger wiederum für sie erarbeiten. Für mich ist das beschämend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und genau dazu passend Zitat Nummer 4 von Diversity-Beraterin und Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Attermann, die von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin für die 17. Bundesvollversammlung nominiert wurde. Zitat Attermann, warum reagieren Ureinheimische so empfindlich, wenn sie Kartoffel genannt werden? Ich kann es Ihnen erklären, weil Frau Attermann vermutlich auch empfindlich reagieren würde, wenn man ihre Eltern als Kebab-Migranten bezeichnet hätte. So etwas gehört sich einfach nicht. Und so eine Frau könnte alles Mögliche sein, aber niemals die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Und wer so eine Frau als Grüne nominiert, macht klar, dass Grüne neben den Finanzen auch nicht mit der Verantwortung für Deutschland umgehen können. Zitat Nummer 5 von Diplomatin Annalena Baerbock. Was sind die Folgen für ein Land, das hunderttausende Kilometer entfernt liegt? Es gibt keine Folgen für dieses Land, weil es kein Land gibt, welches hunderttausende Kilometer entfernt liegt. Genauso wenig wie es glänzendes, silbernes, graues Metall gibt, das sich insbesondere durch Festigkeit und Härte und Zähigkeit auszeichnet, welches sich Kobold nennt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei, man kann keine Regierung eine reformierte Schuldenbremse anbieten, die mit Personalien ausgestattet ist, die nicht wissen, was Kobold ist, die nicht wissen, was eine Insolvenz ist und die Deutschland stets zum Kotzen fanden. Das Einzige, was man diesen Leuten anbieten sollte, ist der schnellstmögliche Rücktritt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das letzte Zitat, Nummer 6, stammt vom Ministerpräsidenten der Deutschlandkoalition hier in Sachsen-Anhalt, von Dr. Rainer Haseloff, der in einer Regierungserklärung folgenden Satz prägte. Eine Einschränkung der Produktion ist immer auch eine Einsparung von Energie. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident, zu so viel wirtschaftsfeindlichem Engagement. Aber Sie zeigen ja jedem nachdenkenden Menschen auch,
mit ihrer erfundenen Corona-Notlage mit 23 intensiv beatmeten Corona-Patienten bei 2,2 Millionen Einwohnern auf? Mit welch verfassungswidrigem Verhalten wir es auch in der von Ihnen geführten Corona-Diktatur bis heute zu tun hatten? Sie sind ein Fall für den Verfassungsschutz, weil Sie es sind, die unser Grundgesetz mit Füßen treten und nicht wir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unter der Ampelregierung sind die Hälfte der Bürgerbeziehungsbezieher Migranten, die Anzahl der Hartz-IV-Bezieher aus den 8 Herkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien stieg von 2013 bis 2022 von 163.000 Menschen auf 884.000 an. Das entspricht einer Zunahme von 43%. Waren für die ausländischen Sozialleistungsbezieher im Jahr 2010 noch 6,9 Milliarden Euro zu zahlen, waren es im Jahr 2022 bereits 15,4 Milliarden. Seit dem Jahr 2010 wurden insgesamt 132 Milliarden Euro an ausländische Hartz-IV-Bezieher gezahlt. Und da muss ich Ihnen sagen, für solche Sachen können wir keine Schuldenbremse aussetzen oder reformieren. Die Ampelregierung, der sage ich Folgendes, unter einem AfD-Kanzler können Sie es vergessen, so zu haushalten und durch eine Regierung versuchen, das Volk auszutauschen. Denn eins ist klar, wenn hier jemand etwas austauscht, dann ist das Volk, das Sie austauscht. Darauf können Sie sich verlassen bei der nächsten Wahl. Sie zahlen Afghanistan 371 Millionen für humanitäre Hilfe an die Taliban, Indien 10 Milliarden für grünes Wachstum, Kolumbien 200 Millionen für Klimaziele, Moldawien 40 Millionen für Energieentlastung, Pakistan 120 Millionen für erneuerbare Energien, Nigeria 640 Millionen für Klimaprojekte, Palästina 160 Millionen für humanitäre Hilfe, Peru 315 Millionen für Busse und Radwege, Sambia 94 Millionen für Politikreformen, Senegal 170 Millionen für soziale Energiewende, Serbien 184 Millionen für grüne Transformation und Tansania 87 Millionen für Krankenversicherung. Und dann verspricht Deutschland noch 100 Millionen US-Dollar für Klimaschäden auf der Weltklimakonferenz. Sie verschleudern hier hart erarbeitetes deutsches Steuergeld in die ganze Welt und vergessen dabei eins, das deutsche Volk, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und mit welchem Recht eigentlich schmeißen Sie hier mit Geld um sich, was Ihnen eigentlich gar nicht gehört, und finanzieren hier die halbe Welt, obwohl das Geld den deutschen Steuerzahlern gehört? Schämen sollten Sie sich, und deswegen muss auch die Schuldenbremse unangetastet bleiben. Und nehmen Sie auch die Finger aus der Rentenkasse. Die Rente ist keine Leistung des Staates, sondern das eingezahlte eigene Geld der Rentner. Die Mitteldeutsche Zeitung titelt, in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Obdachlosen. Gegenmaßnahmen gibt es kaum. Kümmern Sie sich gefälligst um solche Sachen, da haben Sie genug zu tun. Und wenn Baerbock 137.000 Euro Steuergeld für Make-up und Friseur ausgibt, das sind übrigens 375 Euro pro Tag, für manchen Rentner eine halbe Monatsrente, dann ist das für mich auch abartig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann wollen die Grünen auch noch mehr Geld nach Kiew überweisen. Ich sage Ihnen, kein deutsches Steuergeld für fremde Kriege. Damit bringen Sie Tod und keinen Frieden. Damit muss Schluss sein. Darum sind wir eben auch für bessere Schulbildung statt für bessere Schuldenbildung, werte Grüne. Und eins noch an die Grünen. Jeder, der mal erfolgreich eine Frittenbude geführt hat, eignet sich besser als Wirtschaftsminister als den, den Sie im Bund dazu gemacht haben. Und nochmal zum Klima. Mehr Wald verbessert die Luft und weniger Grüne unser Klima. Und noch zum Thema Sicherheit, das ist auch nochmal wichtig, weil da geben wir ja auch Unmengen an Geld aus. Eingezäunte Weihnachtsmärkte und offene Grenzen sind übrigens auch genau mein Humor. Und ich warte nur noch auf die Zeit, wo wir mit Schussweste zum Weihnachtsmarkt müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und nun nochmal kurz zur CDU. Für euch gilt auch der Satz, wir haben schon damals erfolgreich die Probleme verursacht, die wir heute beherzt zu lösen verhindern. Hört endlich auf damit, entledigt euch dieser Splitterparteien und macht endlich Politik für das eigene Land und nicht für die WHO, für die EU, für NGOs oder die NATO. Denn laut Umfrage von Wahlprognose sind 72% der Deutschen für Einsparungen bei der Entwicklungshilfe, 75% wollen bei der Ukraine-Hilfe sparen und 83% bei der Migration. 50 Milliarden für Zuwanderung, 33 Milliarden für Entwicklungshilfe, 21 Milliarden für die EU und 15 Milliarden für NGOs. Da ist genug Einsparpotenzial, auch mit Schuldenbremse.
Ich möchte diese Debatte aber auch nicht beenden, ohne der Ampelregierung meine allertiefste Verachtung auszusprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Fraktionsvorsitzender, wir haben ja schon viel gehört von Ihnen und von Ihrer Fraktion an Debattenbeiträgen, dass Sie mit Verachtung, auch mit dem Wort Verachtung, Ihre Rede enden, ist ein weiterer Beleg, wie Sie dieses Hohe Haus wertschätzen bzw. nicht wertschätzen. Aber ich habe mich wegen etwas anderem gemeldet. Sie haben in Ihrem Redebeitrag die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Göry Eckert, bezeichnet als so etwas. Sie haben wörtlich gesagt, wie so etwas Bundestagsvizepräsidentin werden kann. Ich will Ihnen sagen, diese Formulierung ist diesem Hohen Haus unwürdig. Ja, da antworte ich doch sehr gerne drauf. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe wirklich nicht, warum Frau Göring-Eckert die Bundestagspräsidentin ist, weil ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, dass Leute, die sich darauf freuen, dass dieses Land sich drastisch verändert, und zwar in eine Richtung, die kein Demokrat haben will, dann letztendlich als Bundestagspräsidentin dort sitzt, das ist für mich wirklich schleierhaft. Und ich sage Ihnen, ich habe nicht dieses Haus der Verachtung gestraft, sondern die Ampelregierung. Und ich wüsste nicht, dass die in diesem Haus sitzt. Vielen Dank. Ja.